Hallo, Entschuldigung, haben Sie Lust auf eine Runde Postroulette? Nein. Ich habe gerade eine neue Ladung Briefe abgeholt. Nee, sicher? Sie vielleicht? Können Sie ganz kurz halten für mich? Eine Sekunde. Wieso? Ganz kurz, ich muss nur kurz ein paar Briefe aufmachen. Können Sie da auch mitnehmen? Ja, Moment. Dann mache ich es halt so, wenn mir keiner helfen möchte. Toll. Entschuldigung, wissen Sie, wussten Sie, wo der Frühlingsweg ist? Oh nee, das tut mir leid. Nee, okay. Mal halt essen. Und die von der... Nee, ich weiß nicht, wo die Straße ist, deswegen. Entschuldigung, wissen Sie, wo die Pfingststraße ist? Auch nicht? Ah, ja, dann kommt der Brief auch nicht an. Ja, ciao. Ja, was wollen Sie das wegschmeißen oder wie? Nee, erstmal wollte ich nur gucken, welche Straßen ich kenne und welche nicht. Schradweg. Ja, der Herr Espay, der hier im Laden ist, der kennt sich hier gut aus. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Okay, nee, ich auch nicht. Berlin? Pff. Entschuldigung, kommt ihr von hier? Kennt ihr die Pfingststraße? Oh nee. Ich bin zum ersten Mal, okay, dann nicht. Und den Schradweg? Boah, ihr Gesicht! What? Wie bitte? Schradweg? Nee, aber ich glaube, ich kenne auch nicht. Frühlingsweg? Frühlingsweg? Ja, wenn ich nicht weiß, wo das ist, dann kann ich es auch nicht hinbringen. Ja, aber Sie können die doch nicht hier auf den Boden schmeißen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich sonst damit machen soll. Ich kann die nicht wegbringen und... Ja, ist das hier ein Mülleimer oder was? Nee, stimmt. Dann muss ich einen Mülleimer suchen. Entschuldigung. Was klingt eher so, als könnte da richtig viel Geld drin sein? Dr. Stein in der Bergseestraße oder Frau Pesch im Frühlingsweg? Eins, zwei oder drei, welchen soll ich aufmachen? Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr tragt den ganzen Tag Geheimnisse mit euch rum, ne? Ja. Schätze. Ja. Da will man ja auch wissen, was drin ist, ist ja ganz klar. Deswegen haben wir einfach wenigstens mal reingepackt. Ist ja auch nur menschlich. Natürlich. Klar. Was würdest du sagen? Drei? Was klingt mehr so, als könnte da Geld drin sein? Frau Pesch im Frühlingsweg oder Herr Stein in der Bergseestraße? Herr Stein in der Bergseestraße. Hätte ich auch gedacht, siehst du? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist Nachnamen abhängig. Warum? Holst du raus? Ja, natürlich. Er muss. Muss sein. Oh, toll. Mahnung oder so, toll.